Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf die UGG. Über diese YouTuberin haben wir noch nie gesprochen, meine lieben Freunde. Natürlich ist es ein Musikportal, was ihr hier natürlich vor euch seht, die UGG. Aber ich werde diese Person leider keine Musikerin nennen. Ich werde sie auch keine Rapperin nennen, keine Sängerin nennen. Für mich ist sie einfach nur eine YouTuberin, die sich einfach nur entblößt und mit ihren ganzen Dingern da versucht, Klicks zu machen, meine lieben Freunde. Ich sag's einfach mal so aus. Ich denke mal auch nicht, dass diese ganzen Texte, die sie singt, von ihr stammen. Also ich denke mal, die wurden von jemand anderen geschrieben, meine lieben Freunde. Ghostwriting nennt man sowas. Auf jeden Fall hat Katja krasser Wichse ein Video hochgeladen auf Instagram, in dem sie sagt, dass sie 1 Million Euro von ihrem Sugar Daddy bekommen hat, meine lieben Freunde. Ich hatte ehrlich gesagt nie gewusst, was dieses Wort bedeutet. Jetzt habe ich es durch dieses Video erfahren. Jetzt weiß ich es ganz genau, meine lieben Freunde. Macht euch selber einen Blick davon und wir hören uns gleich nochmal wieder. Oh, ihr könnt es auch gerne zusammenzählen, wenn ihr mir das nicht glaubt. Das sind 1 Million Euro und ich liege hier im Bett mit 1 fucking Million. Ich könnte das jetzt nehmen und abhauen, weil dieses Geld wurde mir halt gerade ernsthaft, also ich weiß es nicht, aber ich habe das einfach gerade hier reinbekommen, wurde mir ernsthaft von meinem Sugar Daddy geschenkt, weil ich habe so einen Typen, der überrich ist, für den habe ich auch das Lied gemacht, was heute kommt, 23 Uhr. Und ich habe das aber einfach nur so aus Spaß gemacht, das Lied, und der ist übelst glücklich und schenkt mir 1 Million. Klar, ich bin so, ich arbeite für mein Geld, mache alles für mich alleine, weil ich bin Boss-Bitch, ich bin unabhängig, aber natürlich ist es auch geil, wenn man einfach mal einem was schenkt. Der hat mir eine geile Rolli geschenkt, da habe ich mich sehr darüber gefreut, kann ich mir natürlich auch selber kaufen, aber wenn der Sugar Daddy so süß guckt und mir das schenkt, kann ich ja nicht nein sagen. Aber bei dieser Million, das ist mir ehrlich zu viel, ich habe sogar überlegt, ob ich das überhaupt poste, aber im Endeffekt ist das voll geil. Aber ich will euch einfach nur dazu sagen, diese Million werde ich halt einfach nicht annehmen. Ihr könnt die wieder zurücknehmen. Also, was haltet ihr von diesem Video? Meint ihr auch, das ist nur eine Promowelle für ihr Album, für die ganzen Verkaufszahlen? Was denkt ihr? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Welcher Mensch würde auf dieser Welt einer Frau wie Katja Krasavikse 1 Million Euro schenken und sie auch noch ein Video damit machen lassen? Also, da passt das eine mit den anderen nicht zusammen, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch was. Peace and out.